Hallo, willkommen zurück bei OMSI in der fünften Folge, genauer gesagt bei OMSI 2. Wir haben in der letzten Folge eine gute Tour gemacht, bis auf die letzten paar Meter. Da sind wir dann gegen eine Straßenlaterne gefahren und hingen dann da. Und jetzt stehen wir hier in Mosbach mit unserem Setra S5S. Was sage ich immer? S? Setra 215 UL heißt der. Und wir können jetzt auch losfahren. Wir fahren jetzt wieder zum ZOB Freifurt und werden von da dann wieder die nächste Tour starten. Vielleicht die Linie 62. Wir werden mal schauen. Jetzt geht es erstmal wieder zurück bis zum zentralen Omnibusbahnhof. Aber die Tour hier ist ja nicht so groß. Oh, Adlersee sind wir gleich wieder. Und dann müssen wir nämlich hier abbiegen. Solange da jetzt keiner ist. Hier muss man mal aufpassen, weil wenn dann ein Auto kommt, dann. So, ich muss jetzt für den Ausstieg muss ich auf diese Lampe da achten, glaube ich, weil da ist nämlich dann, wenn jemand aussteigen will. Ich habe nicht, letztes Mal ist nämlich keiner ausgestiegen, da habe ich mich schon gewundert, aber höchstwahrscheinlich habe ich das nicht beachtet. Daher ist keiner ausgestiegen, weil ich keinen rausgelassen habe. So, jetzt geht es hier um die Kurve. Dann wieder bis Kaltenfeld. Boah, hier wieder durch die kleine Siedlung. Der Setra 215 UL ist ein ziemlich guter Überlandbus. Von daher ist er gerade hier für solche Strecken ziemlich gut. Den siehst du im Stadtverkehr nicht unbedingt, weil das wie gesagt ein Überlandbus ist. So, hier den Kreisverkehr. Das passt doch. So, nächste will jetzt wer aussteigen. Und zwar hier. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Nee. Ganz schön kalt. Heizung kaputt. So, weiter geht die wilde Fahrt. Wir sind jetzt hier am Holocaust-Denkmal. Und als nächstes Koloniestraße. Boah, fällt der Scheiße. Ja, aber ein bisschen zu schnell hier unterwegs gerade. Uiuiuiui. Ein bisschen riskant hier unterwegs. Jetzt sind wir auch schon im Stadtzentrum wieder. Momentan läuft ja Dschungelcamp. Da ist ja jetzt die erste Woche schon
im Gange. Und mir würde mich interessieren, was ihr da so von haltet, weil da ist ja die Meinung in der Republik ziemlich unentschieden. Oder was, ja, oder doch, kann man ja unentschieden sagen, weil die einen sagen das, die anderen sagen das. Und es gibt da jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Mehrheit, die irgendwie dann, die da irgendwie überwiegt. Also, weil es gibt viele, die sagen, ja, super, gucke ich gern. Es gibt aber wahnsinnig viele, die sagen, boah, was ist das denn für eine Scheiße? Braucht kein Mensch. Ich persönlich will die einsteigen? Ja, die will einsteigen. Ich persönlich. Können wir gerade stehen bleiben, weil wir sind eine Minute zu früh. Ich persönlich sage, ich gucke das gerne. Ich gucke das ja regelmäßig, eigentlich jeden Abend, und auch schon habe ich das letztes Jahr und vorletztes Jahr geguckt. Ich finde es einfach, es ist klar, es ist zum Teil ziemlich eklig und auch ein bisschen asozial, würde ich mal sagen. Aber es ist einfach unterhalten und es ist lustig. Und man kann halt die Leute da auch nicht unbedingt mehr mitleiden, weil jeder weiß, auf was er sich einlässt. Und von daher, wenn die Leute das wollen und wenn die sich darauf einlassen, ja, dann sind sie es ja selber schuld. Dann die wissen es ja, was drauf sie zukommt. Sollte man zumindest meinen. Und ja, deswegen, also würde mich mal interessieren, was ihr da so von haltet, weil da gibt es ja wirklich ziemlich unterschiedliche Meinungen zu. Hallo, einmal normal bitte. Deswegen. Dankeschön. So, jetzt geht's hier rüber. Und dann sind wir auch schon da. Diesmal fehlerfrei. Die Tour absolviert. So, 10 Minuten geht's weiter. Okay, wir brechen die Tour ab und gucken, welche es als nächstes gibt vom ZOB aus. Und nach Kohldorf, ja, da wollten wir jetzt eigentlich nicht hin. Nach Nebelau zum Beispiel. Die fährt erst in 9 Minuten, dann spulen wir die Zeit vor, weil ich stehe jetzt keine 9 Minuten an Gegend rum. Das wollt ihr, glaube ich, auch nicht unbedingt sehen. So, jetzt geht es dann wieder hier rum. Hier stehen schon die Leute. So. Und dann werden wir mal jetzt schauen gerade, dass wir hier 0 6200 mit der Route 01 nach Nebelau Thielenblick. Genau, und jetzt muss man es nochmal manuell eingeben. Weil Mona, das können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Oder doch nicht. Manchmal muss man es manuell eingeben, manchmal geht es. Verstehe ich nicht ganz warum, aber naja. Dankeschön. Das ist ja keine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, eine normale. Entschuldigen Sie, ich wollte eigentlich eine andere Fahrkarte. Ja, ist ja gut. So. So. Okay, dann hätten wir das. Diese weißen Sachen, das sind immer die Nachlader, dann, die dann kommen. Hier steht der Kollege, nach der gleich wieder, glaube ich, nach Kohldorf fährt und dann nach Aldenburg im Citaro. Also hier sieht man jetzt die Übersicht nochmal, da fährt man jetzt, oder ich spule jetzt die Zeit mal gerade erstmal vor, bis 32, so, also wie gesagt, da fahren wir jetzt ungefähr eine Viertelstunde, also es ist auch keine große Tour, aber dann habt ihr die auch mal gesehen, weil die habe ich noch gar nicht gezeigt, da war jetzt auch keiner mehr, okay.
So, dann geht es erstmal auf dem Linienverlauf der 63, die ich ja schon gezeigt hatte im Neujahrsspezial und auch im Rahmen des Let's Plays in den ersten drei Folgen. Und dann müssen wir gleich aber abbiegen. Jetzt hier erstmal wieder links. Johann-Andreas-Straße kommt dann jetzt gleich. Das ist ja auch bei der Linie 63 so. Also von daher, das ist jetzt erstmal ganz normal. Und gleich müssen wir aber abbiegen. Oh, da stehen schon ziemlich viele Leute da vorne. Hier kann man... Da. Aber ich weiß nicht, ich glaube die 63 fährt auch gleich. Von daher könnte es sein, dass einige davon mit der 63 Richtung Altenburg fahren wollen und gar nicht hier mit. Ah, sind nur so ein paar. Oh Gott, es ist hier kalt. Ja, Heizung kaputt. Immer noch. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Nee. Jetzt müssen wir nämlich gleich abbiegen. Jetzt ist nämlich Markgraf ist die nächste Haltestelle. Die ist auf dem Linienplan der 63 nicht mehr. Jetzt geht es nämlich hier ab, da wo der grüne LKW abgebogen ist. Hier müssen wir jetzt runter. Dieses Kopfsteinpflaster da. Da ist auch schon einer. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Jetzt geht es hier auch durch so ein kleines Wohngebiet. Fischhof ist der nächste Halt. Möchte keiner ein- und aussteigen. So, und jetzt geht es erstmal hier in die Wildnis sozusagen. Jetzt geht es nämlich ein paar Serpentinen lang. Zum Freibad. Und wir sind ein bisschen schnell. Ja, genau. Wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. So, hier sind wir am Freibad. Und da wollen welche einsteigen. Guten Eine Tag. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Eine normale Fahrkarte. 2,30. Hallo. So, der nächste Halt ist Lengenfeld und wir müssen jetzt gleich wieder abbiegen hier. Ja, links sieht man es hier auch. Geradeaus geht es Richtung Dobrigau
Und hier geht's Richtung Lengenfeld. Fahren wir hier halb durchs Gebüsch irgendwie. Und wir sind auch schon in Lengenfeld, rasen hier irgendwie rein mit fast 80 km/h. Und will der jetzt gerade. Okay, der biegt da ab. So, hier ist eine Tanke. Da müssen wir jetzt aber nicht hin. Eine Kurzstrecke. Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Da hast du recht. Du willst nichts, okay. Weiter. Oder doch nicht, es ist nämlich Ende der Folge. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss.